Können wir denen schon was draufdrücken? Nö, wollen sie nicht. Alles klar. Die kommt hier immer mit einer Einheit rüber. Wir wollen einen neuen Thronfolger. Und der ist sogar besser als der aktuelle. Als die aktuelle. Die wir gerade hatten, die war richtig gut. Die hat uns ziemlich gepusht. Was ist denn hier eigentlich? Wie viel brauche ich denn hier bitte noch? Das ist ja übel. Dann kann ich das... Wie sieht's denn generell hier mit Renaissance und so aus? Ganz mies. Warum sieht's bei mir so mies aus? Na komm, zündet doch mal bitte jetzt hier den Turbo, damit wir das haben. Oh nein. So, und was heißt das? Stopp. Was heißt das jetzt? Ist das jetzt... Das auch noch, oder was? Schaffen die das zu verteidigen? Am 7. Ich habe ja noch nicht mal Schiffe, die ich... Eieieiei. Mein Kolonist, der ist jetzt hinüber, oder was? Nicht lustig. Ja, na, das muss mal weiterlaufen. Wieso kommt denn ihr nicht mit euren 14 Einheiten hier rüber? Herrschaftszeiten. So, jetzt haben wir das. Da kommen wir nicht weiter. Gehen wir mal darüber. Ich weiß halt nicht, ob die jetzt kommen, ne? Habe ich jetzt irgendwie ein klein wenig Bedenken. Uiuiui. Ja, und wir prügeln uns jetzt hier immer um dieses Fort, oder wie? Warum kommt denn Frankreich nicht? Weil die nur hier mit irgendwelchen internen Querelen zu kämpfen haben, oder wie? Die wollen schon wieder weg von mir. So, was fördere ich denn jetzt hier als nächstes? Eieiei, das wird jetzt schwierig. Ich könnte natürlich innovative Ideen fördern, um das Ganze hier günstiger zu machen, damit ich schneller vorankomme mit dem ganzen Spaß. Qualitative Ideen bringen mir mehr Rekrutenreserve in den ganzen Spaß. Seemacht. Generell Seefahrt. Boah.
Diplomatie ist, denke ich, nicht so für den Moment. Oder expansionistisch. Bringt mir einen Kolonisten, einen Händler, schnellere Kolonisten. Darauf hätte ich eigentlich auch Bock, dass wir hier einfach schneller forschen können. Das Problem ist, was bringt mir jetzt ein Kolonist? Ne? Ich kann, das hier ist jetzt quasi verloren. Ich könnte wieder einen senden. Dann senden wir halt nochmal einen. Okay, alles klar. Das war ja leicht. Und hier kann ich keinen senden, ne? Oder warte mal. Kann ich? Hier? Cool, das geht. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Dann mache ich... Das bringt mir jetzt hier nicht noch einen Kolonisten. Dann tue ich dieses Expandieren weiter verfolgen. Ja. Dann machen wir das so. Coole Sache. Wie sieht es denn hier mit diesem Kronenland aus? Immer noch Minussteuereinnahmen. Kann ich das wieder hier machen? 89 in 3 Jahren. Im Frieden kann ich dann auch wieder... Ach, ich weiß nicht, wo das ist. Das ist ein bisschen blöd. Was ich hier damit mache, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich meine, ich könnte jetzt hier anfangen. Oh, ich könnte einfach mal. Kann ich hier rüber rennen? Nee, kann ich nicht. Ich finde das ein bisschen schwierig. Ich könnte mir jetzt natürlich ein paar Transportschiffe bauen. Und dann mit 1 Million Soldaten hier irgendwo landen. Vor allem mit 1 Million, ne? Dass sie überhaupt keinen Bock drauf haben, ist auch interessant. Was machen wir? Actionplan. Ja, wir müssen sowieso Schiffe bauen. So, das sind ja die Transportschiffe, ne? Genau, und sonst kann das ja keiner. Gut, Schiffdings, Kogge. So, dann lassen wir es mal weiterlaufen. Wie sieht es denn hier generell im Rest der Welt aus? Oh, was ist das schon wieder? Katharina von Aragon. Europäische Geschichte, spanische. Okay. Katharina von Aragon war die erste Botschafterin in der europäischen Geschichte und diente dem spanischen Hof in England. Sie widerlegte den Glauben der Engländer, dass sie leicht zu manipulieren sei. Sie heiratete Henry den 8. Der 8. war das nicht zum. Der war doch berühmt-berüchtigt. Und regierte England 6 Monate lang. Während ihrer Regentschaft spielte sie der Schlacht von Flodden eine wichtige Rolle. Gebildete Frau, Bildung einer christlichen Frau. Beim Volk war sie sehr beliebt. Umfangreiches Programm unterstützte sie die Armen.
förderte Humanismus, Renaissance. Tochter Mary überlebte das Kindesalter. Weltpracht versuchte Henry da die Ehe zu annullieren. Und was schließlich den Bruch zwischen der englischen Kirche und Rom einleitete. Ich könnte ihr einen Beraterposten anbieten. Nö. Nix gegen dich persönlich, aber ich nehme da lieber das Prestige. Nö. So, jetzt haben wir noch einen über. Wo schickt man den denn mal hin? Was ist das denn hier? Mamelukenreich. Beziehung verbessern. Hey, wir sind Freunde. Lass uns alle zusammen Freunde sein. Ich finde es ja interessant, dass das jetzt hier funktioniert. Ich hoffe, der kriegt es hin. Das wäre echt cool. Das wäre mega gut. Das hier ist jetzt auch eingedingst. Alles klar, Herr Kommissar. Jetzt haben Sie sich das hier wieder geholt? Nee, ist Quatsch, noch nicht. Wie die Festung dann auch direkt wieder aufgebaut ist und der Nächste sich da rein wieder die Zähne ausbeißt. Granada hat bedingungslos kapituliert. Wo ist denn Tanga? Ach, das könnte ich mir auch noch holen, aber das gibt dann. Da hätte ich natürlich einen. Hätte man nicht nur den einen Spot, hätte man zwei Spots. Ziemliche Überdrehung ist es dann. Und wir könnten noch 80 Gold abstauben. Soll ich das machen? Na, das machen wir. So, das ist der Krieg vorbei. Jetzt müssen wir. Oh, jetzt haben wir keine administrative Macht. Um das Ganze. Dann können wir diese Koggen, die wir jetzt hier. Ja, wobei. Lasse bauen. Das passt schon. Okay. Was haben wir denn hier? Torquemada und die Vertreibung der Mauren. Nachdem die Juden vertrieben worden waren, begannen die Katholiken in Spanien mit der Ausrottung der maurischen Bevölkerung. Halbinsel, bla bla bla, Granada mit dem Gesören durch Thomas. Ach, der war das okay. Unnötig von Zwangskonvertierung folgen sowie Versklavung. Oh nö, ist doch nicht schön. Gott, was ist das denn? Ja, Toleranz, Leute. Ja, schon immer gesagt. So, was haben wir denn jetzt hier? Ja, Frieden haben wir jetzt. Frieden haben wir. So. Wir brauchen jetzt halt extrem viel administrative Macht. Das
besten einfach mal gleich zwei Burgen. Wie viel haben wir denn da bis jetzt? Hier haben wir eine, da haben wir eine. Also die brauchen wir dann definitiv nicht. Die würde ich erstmal jetzt stehen lassen. Oh, die prügeln sie eh gerade mit den anderen, das ist ganz cool. Ach, den können wir schon... Okay. Gut. Jetzt Religion. Alter, vor allem wie lang das dauert. Ja, warum sollte ich die auch nicht? Na egal. Ruf nach Frieden. Ja, wir haben doch jetzt Frieden. Ist doch alles schick. So, wir haben ziemlich viel Geld. Können wir das hier irgendwie... Können wir das hier irgendwie sinnvoll investieren? Also zum Beispiel hier würde was bringen. In Malta. Schon wieder. Und wieso hat mir das keiner angesagt? Kümmern sich die anderen drum oder muss ich das machen? Also, was haben wir denn hier? Karibianische Menschen in unserer Kolonie. L2 vertreibt diese Wilden. Die bezahlen oder Koloniewachstum. Koloniewachstum und Prestige, hammergut. Keine Ahnung, ob das die richtige Wahl war, aber ich finde sie gut. So. Frankreich will immer noch wieder raus. 1711, ein paar Jahre sind noch hin, dann können wir Neapel und Aragon eingliedern. Acht kostet, oh, fünf bringt der Unruhe, minus zwei kosten. Ja, ich gerne Renaissance hätte mit. Hier ist jetzt vorhanden.
Aber das war's dann auch schon. Warum kann ich denn das nicht? Ach, so war ich das gerade. Warte mal, Moment. Jetzt machen wir erstmal einen Stopp. Dann machen wir den hier. Das rufen wir jetzt mal zurück. Das ist ja Quatsch. Steuereinnahmen. Dann machen wir die Rekrutenreserve runter. 32. Wie viel brauchen Grenada? 70. Ja, das mache ich dann schon noch mit der Religion, aber erstmal das andere. So, das. Da habe ich geclaimt, da habe ich geclaimt. Da könnte ich auch noch claimen. Nee, kann ich nicht. 35, nicht 30. Das ist cool, dass es jetzt stärker wächst. Braucht auch nur 36, der braucht halt nur ziemlich viel, 70, das Doppelte. Kümmert sich da hier jetzt jemand um? Macht ihr das? Oder kriegt es nicht hin? Dann müsst ihr mir das nämlich sagen. Dann muss ich hier die Flotte, die ich hier baue, muss dann ein paar Hanseln aufnehmen. Nee. Was ist denn das denn alles für Schiffe? So, das sind jetzt wie viel? 7? Dann könnte ich 7 ganze Regimenter. Waren das nicht 7? Jetzt sind es mit 6? Egal. Ach, mach das halt so. Ach, mach das halt so. Ist mir vollkommen. Wo sind sie denn jetzt? Dann helfen wir dem da mal, das wieder einzunehmen. Wir sind ja hier. Wir sind ja ein paar gute. Wie sie einfach Regimenter sich hinstellen, krass. Also jetzt können wir das machen. Warum müssen die sich denn erheben?
Also, Moment, 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 langsam. Also, Provence fordert Unterstützung im Krieg gegen die Schweiz und Sulzano. Wo ist denn das? Akzeptieren. Jetzt machen wir trotzdem erstmal das eine Feld. Achso, der hatte der jetzt schon. Ja, eigentlich, puh. Nee. Könnt ihr mit denen darüber fahren oder kriegen die da die Meise? Kommen die bis hier rüber? Ich probiere es einfach, die darüber zu schicken und dann schaue ich mal, ob das was wird. So. Ja, dann auf in die Schweiz, oder? Einfach überall Rebellen aus den Löchern gesprungen. Okay, da haben wir die auch. Und dann fehlt nur noch eine, ne? Dann wäre das im Grunde alles hier unten unsere. So, und dann können wir hier anfangen, die zu bekehren. Was ist denn jetzt hier mit den Galizisch? Wer hat denn bitte Galizisch? Einige, krass. Tja, dann verbessern wir das. Also verbessern, ne? Das ist relativ. Ja, darüber. Das ist ja cool, hier gibt es ja sogar eine Terrain. Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Kleinen Moment.
Also, wer hat hier? Okay, das ist ganz weit weg von uns. Wie sind denn eigentlich generell so jetzt gerade die Beziehungen? 200, 181, 200. Diplomat abberufen. Das sind irgendwie weniger als mit denen ich gestartet bin. So. Haben die jetzt wieder komplett Frieden? Dann können wir wieder heim. So. Ich bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder, immer noch. Jetzt haben wir da unten ein paar Truppen. Hoffen wir mal, dass es jetzt besser funktioniert, das Ganze. Jetzt hat man einen kleinen Disput hier noch. Oh, jetzt können wir ja ganz schön viel claimen. Nee, eigentlich nur eins, aber immerhin. Ja, wir werden halt jetzt über kurz oder lang Krieg führen müssen. Guck, was ist das denn? Alpujarras-Krieg. Krypto-Katholiken. Okay. Foltermord, das ist natürlich nicht so schön. 16, 7, 7 und ich verliere eine Stabilität. Okay. Das ist ziemlicher Mist. Wieso läufst du immer dort? Was zur Hölle?
dann muss jetzt hier über links laufen, also ist okay. Bin ja gespannt, ob mir jetzt hier jemand hilft von meinen Verbündeten. Weil das sind schon nicht gerade wenige. Das Handelshaus. Das Guayana, was mir da aufgetraut war, zu beanspruchen, hat stattdessen beschlossen, seine Grenzen auf eine benachbarte Region auszudehnen. Das ist halt die Frage, ist es dann trotzdem meine? Also. Kolonialwachstum, Bevölkerung. Siedler werden in Provinz ein. Also kriege ich dann mehrere? Und die kriegen dann einen Boost. Also, da kriegen anscheinend dann andere Regionen 200 Siedler und einen Boost. So bekommt meine 100 und kriegt einen Boost. Dann so. Keine Ahnung. Mal gucken. So, das ist jetzt lustig, dass man den jetzt einfach hier so zuteilen kann. Und da passiert nichts. Wenn ihr mir jetzt helfen würdet, wäre das unheimlich cool. Ein Traum. Das ist ein richtiger Traum. Verliere schon wieder meine Armee, die hier so gut wie aufgebaut war. Gehen dann einfach mal in andere Regionen und plündern da, ist auch nicht schlecht. Also mich hätte es jetzt schlechter treffen können. Trotzdem ist das nervig, dass ich jetzt schon wieder... Ah gut, 472, das regeneriert sich relativ fix, ne? Welche Regionen sind denn die denn bitte geschickt worden? Achso, hätte ich das gewusst, dann hätte ich das hier ausgebaut. Also hier kann man anscheinend noch gut claimen. So.
So, was haben wir denn hier schon wieder? Schlechte Regierungspolitik. Ja, ich versuche es natürlich zu verbessern. Ist auch so cool, wie Frankreich nur mit sich selbst gerade beschäftigt ist. Ich claim hier gerade irgendwie alles. Kannst du nur nicht umsetzen. So, also das mit der Kolonie verstehe ich langsam so ein bisschen. Aber das nächste Mal nehme ich hier einfach was anderes. Das war ziemlicher Müll, was ich da gemacht habe. Haben sich schon wieder welche erhoben? Das ist natürlich ein bisschen uncool. Damit habe ich null gerechnet. Vor allem, weil ich hier gerade dabei war, das einzunehmen, ja. Kolonisten. Dass man da irgendwie zusätzlich welche bekommt, oder wie? So wenig? Ich denke, die wollen alle in die neue Welt. Wie sieht denn das militärtechnisch aus? Okay, die sind also schlechter. Das ist schon mal gut. Das wäre natürlich auch ein bisschen strange, wenn sie besser wären. Wie viel kommen noch in Marokko? 7. Also es ist halt eine ziemlich gute Steigerung, 474. Das ist die Armee, die sich erhöht, ne? Erhöht der sich denn eigentlich? Ein Tanga. Ja, ist auch klar, dass es hier ist. Erhöht sich denn eigentlich die. Regenerieren die? Noch nicht, ne? Also würde zumindest keinen Sinn machen, könnte ich mir vorstellen. Könnt mal wieder zurückfahren. So, da müssen wir jetzt schauen, wie wir. Eieieiei. Immer noch nicht eingenommen. Die rücken hier immer ein kleines Stückchen mehr vor. Wie sieht es denn jetzt mit diesen Institutionen hier aus?
wäre jetzt so lustig, wenn der jetzt wieder hier hochrennt. Endlich. Jetzt macht ihn auch kaputt und gut ist. So, damit haben wir Grenade auch. Och, ihr müsst doch das mal gewinnen hier. Krass, wie viel wir verlieren und wie wenig der verliert. Das war aber gerade so. Das war wirklich gerade so. Wieso habe ich denn hier keinen Anführer? Ist ja kein Wunder, dass hier nichts. Naja, gut, egal. So, wie sieht's denn Diplomatie technisch aus? 181, 148. Regenerieren sich, das ist gut. Was denn schon wieder? Macht das nicht bei mir? Okay, Gott sei Dank. Das ist nicht bei mir. Gott sei Dank. So, also ab 11 können wir ja noch ungefähr 20 Jahre, dann okay. Noch ungefähr 20 Jahre, dann bekommen wir einen ziemlichen Boost. Wieso kann ich ihn da nicht rüber? Ach, macht ihr das jetzt für mich? Das ist ja nett von euch. Und ich will die angreifen. Flottentradition, okay. Habt das geschafft, seid ihr wieder heil angekommen. Das ist doch was Gutes. Dann ab in den Hafen. Wahrscheinlich ziemlich egal zu sein. Also mit denen haben wir jetzt eine gute Beziehung. Das ist schon mal ganz cool. Moment. Weniger Legitimität. Oder weniger Prestige. Ich nehme die Legitimität. So. Das
ich da nicht rüber kann? Na gut. Dann eben nicht. Wenn ich will, der hat schon. Jetzt müssen wir wieder warten, dass die wieder ein bisschen besser hier werden. Bis sich ein bisschen auffüllen, meine ich natürlich. Jetzt sind es wieder nur 280 monatlich. Ne, 576. Weil sich die Regimenter noch verstärken. Frankreich hat keinen Bock. Aragon hat auch langsam keinen Bock mehr. Warum denn das? Was war denn das für ein Zeichen? Ja, das habe ich schon gemerkt, dass die nicht viel, dass die nicht viel Hilfe leisten. Das habe ich schon gemerkt. Wie kann ich das denn? Oder das ist jetzt wieder unsere. Wie kann ich das dann machen? Einfach nochmal klingelt, habe ich den Anspruch anscheinend. Und jetzt ist die Frage, ob ich mich das jetzt einfach mal traue. Ja, das brauchen wir jetzt ja, glaube ich, auch nicht mehr. Okay. Wir haben nun einen Anspruch auf Algra. Habe ich den nicht schon? Egal. So, noch ein Kolonisten. Coole Sache. Mega gut. Ja, dann schnappt ihr doch mal das Stückchen. Oh, was ist das? Königreich Granada vertreibt aller Nö. Ja, Stabilität immer her damit. Königreich natürlich hier so. Auch interessant, dass ich das hier nicht, obwohl ich hier schon lang gefahren bin, dass ich das nicht sehe. Dann schick mal. Boah, die sind ganz schön. Aggression. Ne, die sind mir zu aggressiv. Schick mal noch dahin. Schatzkammer sieht richtig gut aus. Dann können wir doch mal das Ding hier machen, oder? Oder was bringt mehr? Das bringt plus 16. Handelsgüter.
15 bringt hier. Zum Beispiel die, können wir die mal bauen. Handelswerte, was heißt denn das? Dann machen wir erstmal die, zumindest jetzt hier bei den beiden noch die Kirchen. Manufaktur, Handelsgüter plus 1. Muss ich sowas hier nicht hier bauen? So, wie sieht denn das jetzt hier mit... Oh, das ist so teuer einfach. Platz 5. Oh, sieht gut aus. Also, wir sind diesmal richtig gut mit dabei. Oh, das ist auch gut, dass das jetzt hier schneller geht. Mega gut. Ich brauche da gar nicht viel machen, ne? Das ist halt wirklich die Frage, ob ich jetzt hier, ob ich mir hier Portugal schnappe oder nicht. Volksreligion. Fällt mir gerade wieder das mal wieder ein. Können wir hier schon keine aktive. Achso, weil ich eigentlich noch so ein Ding habe, ne? Ich weiß halt nicht, wo dieses Pernambuco ist. Uncool. Salz geändert. Okay. Der fängt jetzt hier an. Das ist auch cool. Ich brauche mehr Kolonisten. Hunderte, Tausende. Dass das zu weit ist. Na ja, gut, hier die ganze Ecke rum. Ja, das ist schon ein bisschen weit. Gebe ich zu, sehe ich ein. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich England mit Krieg überziehen würde? Kirchenstaat, Portugal wären dabei. So, bitten um katholische Konvertierung. Kommen, glaube ich, obwohl sie Religion in Zuma nicht aktiv verbreitet haben, haben viele Mitglieder.
Ja, das. Ja, super. Aber gut. Kann wissen, wie schnell die hier recovern. Ob die einen Prozentsatz davon bekommen oder nicht. Ich halte das mal an. Ah, ich muss aufhören mit diesem Angehalte. Kronland immer noch nicht. Prestige ist doch gut. Tod den Spionen. Okay, da ist jetzt einer weg. Wie viel haben wir denn? 9. Spionagenetzwerk, Kolonialreichweite. Boah, da kostet halt gleich 5 Zölle global. Erst ein. Oh, das ist ja sogar hier ein Zenit. Okay. Mal gucken, das gibt bestimmt irgendwann Ärger. Das rieche ich schon, wie es Ärger gibt. So, Militärtechnologie. Geht's voran? So, die Entdecker-Idee haben wir dann fast fertig. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Was ist bei mir? Frankreich? Nö. Marokko. Alles klar. Dann die nächsten, bitte sehr. Führen wir hier ein bisschen religiöse Einheit durch. Das ist krass, ey. Die anderen Spiele war Frankreich so überlegen. Wo ich hier im Heiligen Römischen Reich gespielt habe, die waren so überlegen. Und jetzt haben die nur mit sich selber zu kämpfen. Ungarn ist, glaube ich, immer untergegangen. Jetzt sind die relativ groß. So. Oh, Moment, was wollt ihr? Nö, lass sie bleiben. Prestige, her damit. So, wie sieht's hier aus? Okay. Wir haben direkt mal gewonnen. Das ist halt auch noch die Frage, ob ich die jetzt hier einfach mal angreife. Hat man schon die dritte Region? Oh, ich habe jetzt noch einen. Das habe ich gar nicht mitgeschnitten. Dass ich noch einen
Missionar, cool. Ja, es läuft ganz gut, es läuft ganz gut. Also im Vergleich zu den ganzen vorhergehenden Spielen. Jetzt ist nur die Frage, wo mache ich weiter? Smart, boah, nee. Nee, das können wir, glaube ich, nicht. England Krieg erklären. Portugaler Kirchenstaat. Die Provence ist nicht dabei. Ist natürlich nicht so cool. So, ich bin noch mal einen kleinen Moment weg, bin gleich wieder da. So, also. Da haben wir jetzt die Entdecker-ID fertig. Wunderbar. Können wir da jetzt so einen Erlass machen? Nee, noch nicht, ne? Da brauchen wir noch die expansionistische. Aber an der sind wir ja schon dran. Sehr gut. Oh, endlich können wir hier die Institution fördern. Naja, da fehlt noch ein klein bisschen. Wir können nicht. Ach komm. Die können jetzt keine bauen, oder was? Das ist ja doof. Okay. Hätte ja klappen können. Ja, das ist mir aktuell noch ein bisschen zu teuer. Da warte ich lieber noch ein bisschen, bis sich das hier noch ein bisschen durchsetzt. Ansonsten, ja, wir haben hier zwei Provinzen. Wir werden eventuell die hier angreifen. Mit dem haben wir relativ gute Beziehungen. Ansonsten haben wir Aragon. Können wir vielleicht integrieren, wenn wir das hinbekommen mit dem. Mit der Moral, mit der Meinung, Neapel können wir eventuell integrieren. Sind nur noch keine 20 Jahre mehr. Und ja, Frankreich theoretisch auch. Allerdings, da ist es noch bis 15, 17. Also läuft ziemlich gut, würde ich sagen. Könnte wahrscheinlich besser sein. Aber im Vergleich zu den ganzen Malen davor, würde ich sagen, richtig gut. Genau. Dann würde ich an der Stelle jetzt einfach mal anhalten, würde das Ganze speichern. Und ja, dann machen wir hier einfach beim nächsten Mal weiter mit Spanien. Oder Kastilien ist es ja noch. Spanien wird es hoffentlich bald noch. Genau, machen wir mit Kastilien einfach beim nächsten Mal weiter und können dann vielleicht hier noch sogar ein bisschen wachsen. Und vor allem hier diese Kolonialsache war für mich jetzt halt komplett neu. Das wird dann noch interessant, wie viel wir hier noch einnehmen können. Gut, dann wünsche ich allen eine gute Zeit und ja, einen schönen Abend. Und ja, bis bald. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.